Mehr als 150 Teilnehmer radelten dieses Jahr passend zum Vatertag am 50 Kilometer langen Teilabschnitt des Radwegs R7 zwischen Weiher und Steyr im schönen Enztal. Ab nächstem Jahr wird der Radlsonntag für alle Interessierten als Veranstaltung verfügbar sein. Die Anreise erfolgte mit dem Zug. Das ist nicht nur praktisch, sondern auch klimaschonend und funktioniert unkompliziert. Im Regionalverkehr in Oberösterreich ist es so, dass prinzipiell in allen Garnituren Radplätze vorhanden sind. Es braucht im Gegensatz zum Fernverkehr keine Reservierungspflicht. Sie können also an allen Haltestellen und Bahnhöfen entlang des Enztal, der Enztalstrecke, also auch des R7 des Enztalradwegs, gerne zusteigen und dann aussteigen und diese wunderbare Radstrecke auch genießen. Was als Idee der Bürgerinitiative Garsten for Future begann, wird aktuell von 9 Gemeinden entlang der Strecke gemeinsam organisiert und vom Oberösterreichischen Verkehrsverbund und dem Regionalen Tourismusverband unterstützt. Nicht direkt am R7 gelegen, aber dennoch unter den Unterstützern, ist die Nachbargemeinde Gavlenz, die Radfahrer vom R7 herzlich willkommen heißt. Was immer wert ist natürlich ein Abstecher zu unserem Wahrzeichen auf den Heiligenstein, hoch oben am Berg, ist aber mit Mountainbike oder mit einem E-Bike locker zu bewältigen. Wir freuen uns auf euch, wenn ihr unterwegs seid am R7, schaut auch in Gavlenz vorbei und genießt einfach die Landschaft und die Umgebung und die tollen Angebote bei uns. Der Start des diesjährigen Probelaufs für den Radlsonntag erfolgte in Weiher mit Aussicht auf den künftigen Ausbau des R7 Radwegs. Erstens, man darf den R7 nicht verpassen, gehört sicher zu den schönsten Radwegen in Österreich und er ist ein Insider-Tipp eigentlich, bis auf die Stelle zwischen Weiher, Kleinreifling und der steirischen Landesgrenze, aber da sind wir gerade dabei, dass wir auch dieses Teilstück in Angriff nehmen. Und was darf man nicht verpassen, auf jeden Fall die Einfahrt Richtung Niederösterreich, nämlich Weiher, Gavlenz, diese Einfahrt soll man nicht verpassen. Nach einer gelungenen Auftaktveranstaltung in Weiher wurden die Radler in jeder Gemeinde entlang der Strecke vom örtlichen Bürgermeister begrüßt und konnten kreativ gestaltete kurze Pausen genießen. Jede Gemeinde empfing die Radler mit Musik, Speis und Trank und übergab ihr Wappenzeichen auf die Staffel als Symbol der Zusammenarbeit und Unterstützung des Projekts. Erster Halt auf der Strecke, Großraming. Großraming liegt da direkt auch am R7. Wir kommen jetzt gerade von Weiher Richtung Steyr hinaus. Also wenn man von Weiher kommt, gibt es natürlich hier diese Attraktion, da das Flösserdorf, die Flösserstube, wo im Hintergrund auch ein Hochseilgarten ist, ein Waldhochseilgarten. Also für Kinder immer sehr, sehr interessant. Wie wir runtergekommen sind, sind wir vorbeigefahren an unserer Hängeseilbrücke, die über die Enz führt. Das ist auch so eine Sehenswürdigkeit, wo die Leute immer gerne Fotoshooting und so weiter machen. Also sehr interessant auch. Weiter ging es von Großraming nach Reichraming, wo schon die örtliche Musikkapelle auf die fleißigen Radler wartete. Direkt am Fluss gelegen, empfiehlt Bürgermeister Schwarzenmüller für Besucher einige Aktivitäten in seiner Gegend. Den Hintergebirgsradweg mit anschließender Kühlung im Reichramingbach, den Nationalpark mit unseren Almen, eben Forst- und Anlaufalm und unsere Gastronomiebetriebe, die bekannt sind für regionale Küche. Und viertens das Gespräch mit mir als Bürgermeister der Nationalparkgemeinde Reichraming. Der R7 besticht nicht nur durch die schöne Strecke mit Panoramaaussichten, sondern ist auch deshalb einzigartig, weil die Kombination aus Flussradweg mit paralleler Bahnstrecke in Österreich nicht oft vorkommt. Rad und Bahn am Fluss, das ist das Motto des Projekts. Bei bestem Wetter im Enztal empfängt auch die Gemeinde Losenstein die über 150 Teilnehmer der Radveranstaltung. Die Radlfahrer in Losenstein sind natürlich erstens herzlich willkommen und zweitens gut aufgehoben. Wir haben in Losenstein immer versucht, auch die Infrastruktur entsprechend auszubauen. Wir haben unser Enztal Hallenbad in Losenstein, das wir natürlich allen Sportlerinnen und Sportlern sehr ans Herz legen. Wir haben gute Gastronomie, die uns in unserer Region da, glaube ich, sehr gut versorgt. Wunderschöne Landschaft natürlich und den beschaulichen und besinnlichen Radlweg raus jetzt Richtung Steyr ist wirklich eine schöne Fahrt. Und ich freue mich, dass der R7 die Initiative auch des Radsonntags bei uns Station macht und freue mich auf nächstes Jahr, wenn es hoffentlich wieder stattfindet. In Ternberg liegt der neue Pumptrack direkt am R7 Radweg, bei dem die Radler ihr Können auf dem Rad unter Beweis stellen können. Diese speziell geschaffene Mountainbike-Strecke kommt besonders bei den jungen Ternbergern gut an. Sehr gut zum Radfahren passend ist natürlich unser neuer Pumptrack, der seit 2 Monaten im Betrieb ist, für Jung und Alt sicher eine Herausforderung und interessant. Dann natürlich haben wir ein Freibad, was man schön nutzen kann, wenn es ein warmer Tag ist. Wir haben den Schoberstein, unseren Hausberg, der sicher auch für den einen oder anderen interessant ist. Nicht nur mit dem Rad, kann man natürlich auch zu Fuß raufgehen. In Garsten führt seit kurzem der R7-Radweg durch das Ortszentrum.
Das bedeutet, dass vor allem die Barockkirche für die Radler gut zur Geltung kommt und das Freibad in nächster Nähe liegt. Das alles auf den letzten Metern zur Endetappe nach Steyr. Wenn man länger bleiben möchte, dann kann man natürlich auch die Gegend erwandern. Haben wir herrliche Wanderwege. Unsere Täler mit den Sehenswürdigkeiten, Nagelschmiede, Stadtleitenmühle sind hier im Angebot. Auch die Gemeinde St. Ulrich unterstützt das Radwegprojekt rund um den R7 und das, obwohl sie nicht direkt angebunden ist. Es ist uns als Gemeinde der Region ein Anliegen, dass wir das mit unterstützen und wir, die ja vom Berg herunterfahren, freuen uns am R7 auf doch ein gemächliche Steigungen und genießen da entlang der Enns diese Strecken zu fahren und die Natur dort zu genießen. Den großen Zielenlauf gab es bei herrlichem Sonnenschein um 15 Uhr am Steyrer Stadtplatz. Bürgermeister Markus Vogel und seine beiden Kolleginnen und Kollegen aus den Nachbargemeinden Annemarie Wolfsjäger und Anton Silber sowie Nationalratsabgeordneter Johann Singer empfingen den Radlertross und luden zu Speis und Trank ein. Und auch in Steyr erwartet Radler vom R7 einiges. Was darf man in Steyr nicht verpassen? Man sieht es hinter uns, den Steyrer Stadtplatz natürlich. Der ist einfach, glaube ich, das Highlight. Aber das beginnt schon beim Neutor reinfahren. Wir haben das Stadtmuseum komplett erneuert. Das ist das erste Highlight. Wir haben dort aber auch eine Wohlfühloase geschaffen, die zum Einkehren einlädt. Also ich würde mal dort die erste Labstation machen, weiter dort auf den Stadtplatz, Museum Arbeitswelt, Wehrgraben, immer ein Highlight. Also, und dann rauf natürlich mit der Aufstiegshilfe auf den Tabor. Mehr brauche ich, dann ist der Tag eh voll. Ne? Der diesjährige Probelauf für den Radlsonntag war ein voller Erfolg. Die Vorbereitungen für das nächste Jahr sind bereits im Gange.